Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu Weltengeschichte, zur Episode 23, Lehrer des Lichts. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Wir haben auch diesmal zumindest eine Frage bekommen und die wollen wir natürlich gerne beantworten, auch wenn sie sich auf eine Episode bezieht, die schon etwas länger zurückliegt. Und zwar hat uns jemand eine Frage gestellt zur Episode 8. Also jemand hat wahrscheinlich dann jetzt im Nachhinein die bereits online gestellten Folgen sich angeschaut. Und die Frage wird gestellt, auf welcher Route ist das Volk Israel durch die Wüste gelaufen? Eine sehr gute Frage, die man nicht so eindeutig beantworten kann. Das mag auf den ersten Moment überraschen, weil nämlich in den Schriften des Mose, vor allem in 2. Mose und in 4. Mose, enorm viele Ortsangaben gemacht werden. Ja, und man müsste denken, wenn man das einfach liest, dass man ohne Probleme die Route nachvollziehen könnte. Das haben auch sehr viele versucht und sind meistens ein bisschen daran verrückt geworden, weil die meisten Ortsnamen, die dort in 2. Mose und 4. Mose erwähnt werden, nicht mehr zu identifizieren sind. Das sind nämlich alles Orte irgendwo in der Geröllwüste am Sinai. Das heißt mit anderen Worten, die sind da in der Wüste gewesen, haben was erlebt und haben dann diesen Platz so und so genannt. Aber kein Schild hinterlassen, dass der Ort so und so heißt. Das heißt, es ist relativ schwierig, diesen Ort wiederzuentdecken. Die große Frage ist eigentlich ja, wo sind sie durch das Meer hindurch? Und da gibt es verschiedene Interpretationen. Einige glauben, dass es in Wirklichkeit gar kein großes Meer war, dass es vielleicht ein bisschen mehr als so eine Art Tümpel gewesen ist, wo sie vielleicht sogar ganz gut nassen Fußes durchgegangen sind. Aber die Bibel macht deutlich, es war nicht ein Tümpel, es war auch nicht ein bisschen Marschgebiet, es war tatsächlich ein echtes Meer, das sich geteilt hat. Und da kommen im Wesentlichen eigentlich nur zwei Optionen in Frage. Entweder ist es der westliche Teil des Roten Meeres oder der östliche, der sogenannte Golf von Akaba. Und für den spricht zumindest, dass im Galaterbrief der Paulus sagt, in Galater 4, Vers 24, dass der Berg Sinai, oder Vers 25 vielmehr, in Arabien liegt. Und das ist interessant, denn zu allen Zeiten ist Arabien nicht auf der Halbinsel Sinai gesehen worden. Und es könnte also tatsächlich durchaus so sein, dass der Berg Sinai eben nicht dort ist, wo heute er meistens eingezeichnet wird, auf der Halbinsel Sinai. Die wird deswegen so genannt, weil sehr viel später, Jahrhunderte später, irgendjemand mal auf die Idee kam zu sagen, der Berg Sinai müsste dort gewesen sein. Deswegen nennt man heute die Halbinsel Sinai. Zur Zeit des Auszuges war aber diese Gegend vermutlich sogar unter ägyptischer Kontrolle. Es spricht also einiges dafür, dass die Route durch die Sinai-Halbinsel geführt hat und dann auf der östlichen Seite des Roten Meeres, also, östlich von der Sinai-Halbinsel, durch den Golf von Akaba geführt hat, denn dort haben auch die Midianiter gewohnt und Jethro hat ja kurz vor der Begegnung am Sinai mit Gott den Mose besucht. Ganz genau kann man das aber nicht mehr feststellen. Es gibt einige Archäologen, die das untersucht haben, es gibt einige Hobby-Archäologen, die auch sehr sensationelle Funde gemacht haben, die aber auch nicht immer ganz genau zu verifizieren sind. Also wer da weitere Forschungsergebnisse leisten möchte und berühmt werden möchte, der kann diese Route vielleicht mal identifizieren. Da gibt es vielleicht keinen Nobelpreis für, aber das würde vielen helfen, das vielleicht zu wissen. Aber entscheidend ist natürlich, statt zu wissen, wo sie lang gegangen sind, wie sie lang gegangen sind, und dafür haben wir sehr viele Informationen in der Bibel und dafür sind wir dankbar. Gute Frage. Wenn auch Sie eine Frage haben, dann lassen Sie uns das wissen. Unter fragen@weltengeschichte.de, für alle, die hier sind, ist es ja gesagt worden, die Fragenbox steht dort und wir hoffen, die Fragen zu beantworten zu können. Wir nähern uns dem Ende und wir haben immer mehr zusammenzufassen und wir müssen uns immer mehr zusammendrücken, damit es uns die Zeit nicht sprengt. Deswegen in aller Kürze ein kurzer Rückblick, was bisher geschah. Ausgehend von dem Gedanken, dass Gott die Liebe ist und es immer ist, dass also das Gesetz Gottes darin besteht, dass er gesetzmäßig immer liebevoll ist, haben wir festgestellt, dass Gott Welten geschaffen hat, das Universum, um seiner Liebe Ausdruck zu verleihen und alle geschaffenen Wesen sollten in Harmonie freiwillig mit diesem Gesetz der Liebe in Übereinstimmung leben. Doch einer hinterfragte es ohne Grund, er fand die Sünde, die Rebellion und nahm ein Drittel aller Engel mit sich in diese Rebellion. Gott schuf diese Welt
und er schuf den Menschen als Repräsentanten seines Charakters, um zu zeigen, dass er wirklich gut ist. Doch der Mensch wurde verführt und hat sich der Rebellion angeschlossen. Gott hat die Menschheit nicht aufgegeben, doch es wurde ein Plan, der schon seit Ewigkeiten existierte, umgesetzt. Gott würde ein Opfer bringen für die Menschheit und Opfer sollten das demonstrieren. Nachdem die alte Welt untergegangen ist in der Sintflut, hat Gott den Abraham berufen, den Bund, den Gott eigentlich mit allen Menschen schließen möchte, zu verkündigen. Seine Nachfolger und Nachfahren vielmehr sind in Ägypten zu einem großen Volk geworden, das Gott dann nach langer Knechtschaft durch das Rote Meer, von dem wir gerade gesprochen haben, in die Wüste geführt hat, aus Ägypten befreit hat, dort am Sinai sein Gesetz, die 10 Gebote, das Gesetz der Liebe, ihnen offenbart hat, sie zu Königen und Priestern gemacht hat. Sie sollten der ganzen Welt dieses Gesetz Gottes offenbaren. Sie haben dann tatsächlich auch nach Verzögerung Kanaan erobert, das gelobte Land, sind dann aber wieder in den Abfall hineingerutscht, haben sich mit den anderen Götzen eingelassen, Finsternis hat das Land überfallen. Dann kamen die großen Könige, David, Salomo, das Volk Gottes war plötzlich eine berühmte Größe im Nahen Osten. Andere haben zu ihnen aufgeschaut. Das ging aber nicht lange so. Erneuter Abfall führte dazu, dass das Reich sich geteilt hat in 2 Teile. Das Nordreich ging den Assyrern zugrunde und das Südreich wurde dann von Babylon eingenommen, dem Großkönig Nabukodonosor. Der hatte einen großen Traum über die Weltgeschichte, die noch kommen würde. Und sie traf auch Schritt für Schritt so ein. Das Volk Israel wurde dann befreit, als die Meder und Perser die Weltherrschaft übernahmen. Gingen zurück in das gelobte Land in kleinerer Anzahl als zuvor und bauten die Stadt Jerusalem wieder auf. Die Griechen kamen, wie vorher gesagt, die Römer kamen, wie vorher gesagt. Und Gott selbst kam, wie vorher gesagt. All die Prophezeiungen der Propheten erfüllten sich, als Gott Mensch wurde, Jesus auf die Welt kam und den Menschen ein Vorbild war, den Satan besiegte in diesen berühmten 3 Versuchungen, zeigte, dass man der Rebellion widerstehen kann, dass man Gottes Willen tun kann. Er berief Jünger, er heilte viele, viele Menschen, er vergab Sünden und er weinte über seine Stadt Jerusalem, denn sie hat ihn abgelehnt. Er nahm alle Sünden der Welt auf sich, ließ sich bespucken und letztendlich kreuzigen, hat den Tod für jeden Sünder auf sich genommen und sich selbst das Leben zurückgegeben, den Tod besiegt, ist in den Himmel aufgefahren und hat dort seinen Dienst als Hohepriester begonnen. Seine Jünger, die er ausgebildet hatte, begannen dann ab 31 diese gute Nachricht, dieses Evangelium in der ganzen Welt zu verbreiten. Zunächst in Jerusalem, dort wollte man aber wirklich nicht hören und das Volk Israel hörte auf, das besondere Volk Gottes zu sein. Den neuen Christen fiel es noch schwer, die Heiden wirklich anzunehmen, aber es gelang dann immer besser, vor allem durch Saulus, der zu Paulus wurde, und das Evangelium in die fernen Gegenden bis nach Europa, bis nach Athen und schließlich bis nach Rom brachte, wo er gefangen genommen wurde und schließlich auch exekutiert wurde, genauso wie Petrus. Jerusalem wurde zerstört im Jahre 70 und als letzter Überlebender der Generation, die Jesus noch kannte, hat Johannes auf Patmos großartige Visionen bekommen über die Zukunft der Welt, der Offenbarung. Und auch das erfüllte sich alles genauso wie vorhergesagt. Die Christen wurden massenhaft verfolgt in zahlreichen Wellen in dem Römischen Reich. Bis 313 Konstantin das Ruder an sich riss, vermeintlich Christ wurde und das Christentum jetzt tolerierte, das Christentum dann aber mit dem Heidentum mehr und mehr vermischt worden ist. Rom ging unter dem Ansturm der Barbaren, der Germanen. Und einige dieser Barbarenstämme, allen voran die Franken, begannen sich mit der nun erstarkten römischen Kirche, die das Machtvakuum in Rom ausgefüllt hatte, zu verbinden. Und es entstand der Kirchenstaat, so wie vorhergesagt in der Prophetie. Im 7. Jahrhundert entstand dann der Islam als Gegenbewegung gegen das abgefallene Christentum. Und wir haben das letzte Mal aufgehört,
am 25. Dezember 800 Weihnachten, 800 als Karl der Große gekrönt worden ist zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Da werden wir gleich weitermachen. Und bevor wir beginnen, möchten wir ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir auch heute Abend zu dir kommen können und dass wir aus der Geschichte lernen dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns heute inspirierst durch die Lebensberichte von Männern und Frauen, die treu zu dir gestanden sind, die sich nicht haben einschüchtern lassen, die bereit waren, alles zu geben für die Wahrheit und die Liebe, die du bist. Wir möchten dich bitten, dass du uns ganz besonders ansprichst, dass wir lernen, auch mutige Schritte an deiner Hand zu gehen. Halte du alle Störende heute Abend fern und gib, dass wir dich besser kennenlernen. Im Namen Jesu. Amen. Episode 23. Lehrer des Lichts. 1400 Jahre zuvor hatte Daniel all das gesehen. Er hatte das Standbild dem Großkönig Nabucodonosor II. Genauestens erklärt. Und es war alles genauso eingetroffen. Auf die Babylonier waren die Meder und Perser gefolgt, dann die Griechen und dann für fast ein halbes Jahrtausend das Römische Reich. Und damals hatte der Prophet Daniel gesagt, dass nach dem vierten, dem eisernen Reich, ein geteiltes Reich sein würde. Eisen und Ton. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Kein geeintes Reich mehr vor dem Kommen des Königreiches Gottes. Und tatsächlich war ja Rom zersplittert worden unter den Barbarenstämmen. Und in folgenden Jahrhunderten hatte es keine Möglichkeit gegeben, diese Barbarenstämme irgendwie zu einen. Sie hatten ihre eigenen Königreiche gegründet. Und dazwischen wirkte dieser seltsame Kirchenstaat mit. Die römische Kirche, die die Position des ehemaligen weströmischen Kaisers eingenommen hatte und sich sogar einen Kirchenstaat, ein Territorium hatte schenken lassen. Und dieses Miteinander von Ton und Eisen, dieses seltsame Ton inmitten des Metalls, war es nicht ein Hinweis darauf, wie hier Religion und Kirche eine ganz seltsame Mischung eingehen wollten? Daniel hatte deutlich gesagt, dass sie nicht zusammenhalten werden. Doch 1400 Jahre später sah man das in Aachen ganz anders. Der Papst krönte Karl den Großen zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Ja, es sollte von den Toten wieder auferstehen. Nur christlich diesmal. Die Franken hatten sich ja dem Papst sehr wohl gesonnen gezeigt. Sie waren die Ersten, die das Papsttum militärisch unterstützt hatten gegen die Ostgoten. Sie waren es, die dem Papst den Kirchenstaat beschert hatten. Und jetzt revanchierte sich das Papsttum, indem es die Krone, das die Kaiserkrone überreichte. Und damit offenbarte, wer wirklich Herr im Hause des hoffentlich bald vollständig geeinten Europas sei. Karl hatte schon etliche germanische Stämme wie die Friesen und Sachsen besiegt und es stand zu hoffen, dass bald ganz Europa unter seiner Herrschaft erneut vereint sein könnte. Doch er hatte seine Krone von dem Papsttum bekommen, dem römischen König des Kirchenstaates. In jener Zeit ist viel diskutiert worden über das, was der Papst in Rom lehrte. Und die größte Diskussion entspann sich
über die Frage des Abendmahles. Jenes einfache Symbol, das Jesus vor seiner Kreuzigung eingesetzt hatte. Mittlerweile war daraus ein echtes Ritual geworden. Die Fußwaschung war schon seit langem dahingeschwunden und nicht mehr existent. Auch der Kelch wurde nur noch selten ausgegeben. Man hatte immer Angst, dass die Laien im Gottesdienst ihn verschütten würden und dann vielleicht auf das Blut Jesu treten. Blieb noch das Brot. Das war mittlerweile eine ganz standardisierte Hostie, aber die hatte es in sich, so war die offizielle Lehre. Man behauptete, dass durch besondere, wunderwirkende Kräfte dieses einfache Brot, das aus nicht viel mehr bestand, aus Mehl und Wasser, sich in den tatsächlichen Leib Jesu Wesens verwandeln würde. Man nannte das Transsubstantiation. Hatte nicht Jesus gesagt, das Brot, aber das ich Ihnen geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt? Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. So hatte Jesus gepredigt, ein Jahr vor seiner Kreuzigung, zur Zeit des Passafestes. Ein Tag, nachdem er Brot und Fische für tausende Menschen wundersam gegeben hatte. Die Juden hatten ihn damals buchstäblich verstanden und sich deswegen von ihm abgewandt. Sie wollten keine Kannibalen sein. Petrus und die Jünger hatten aber verstanden, dass Jesus symbolisch gesprochen hatte. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Die Jünger hatten verstanden, dass sie nicht auf dem Fleisch von Jesus kauen sollten, sondern seine Worte durchdenken sollten. Aber das Wort Gottes spielte jetzt bei den vermeintlichen Nachfolgern von Petrus weniger eine Rolle. Sie nahmen die Worte von Jesus, das ist mein Fleisch, das ihr essen sollt, wieder genauso wörtlich wie die Juden, nur dass sie ihnen das nicht einmal mehr einen Schrecken einjagte. Sie wollten das Fleisch von Jesus essen. Es sollte immer wieder geopfert werden. Und die Frage stellte sich, wie kommt denn der Leib von Jesus aus dem Himmel in das Brot? Und die theologische Antwort war kühn und schnell gefunden. Durch die Worte des Priesters. Wenn der Priester, der menschliche Priester, beim Abendmahl die Worte der Umwandlung spricht, dann verwandelt sich durch die Worte des Priesters das leblose Brot in den Leib des Schöpfers. So als ob der Priester die Macht hätte, Jesus zu erzeugen. War das nicht genau das, was Paulus vorhergesagt hatte? Dass sich jemand in den Tempel Gottes setzen würde und vorgeben würde, Gott zu sein. Gott konnte aus Staub Menschen machen. Wer behauptet, aus Mehl einen menschlichen Körper zu machen zu können, der behauptet, göttliche schöpferische Kraft zu haben. Überhaupt das Opfer, das immer wieder gebracht werden soll. Was war mit Hebräer 10, Vers 12? Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Warum brauchte es noch Opfer? Und warum waren das jetzt immer unblutige Opfer? War das nicht eine Wiederholung des Fehlers von Kain, der vor Jahrtausenden auch dachte, er könne opfern, was er wollte? Aber war Jesus nicht in Wirklichkeit im Himmel? Da wir nun einen großen hohen Priester haben, hatte Paulus geschrieben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. Nur wenig Menschen mögen darüber nachgedacht haben, dass die Idee, Jesus in das Brot zu zwingen, ganz offiziell ein Angriff war auf diesen Jesus, der in Wirklichkeit dort im Himmel war. Denn wenn Jesus im Brot war, konnte er nicht gleichzeitig Hohepriester sein.
Es war genau das, was der Daniel vorhergesagt hatte. Es wagte sich bis an das Heer des Himmels, dieses kleine Horn, das kommen würde. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Die Engel hatten sich lange gefragt, wie kann eine menschliche Macht das himmlische Heiligtum verwüsten? Die kommen doch gar nicht bis hierher. Als damals Saulus auf dem Weg das Licht sah und Jesus ihn gefragt hatte, warum verfolgst du mich? Da hatten die Engel verstanden, dass die Verfolgung des Volkes Gottes, der Angriff auf die Wahrheit auch ein Angriff auf Jesus ist. Und die Menschen zur Zeit, zu jener Zeit, hatten tatsächlich keine Ahnung mehr, dass Jesus im himmlischen Heiligtum ihr Hohepriester war. Die Engel sahen mit Bedauern, dass Jesus zwar dort im himmlischen Heiligtum tatsächlich als Hohepriester diente, aber niemand zu ihm betete. Fast niemand. Fast alle, die sich Christen nannten, beteten lieber zu den Heiligen. Statt zu Jesus zu kommen, um Vergebung zu erhalten, bekam man die Vergebung jetzt direkt in der Kirche beim Priester. Es war fast so, als ob Jesus fast arbeitslos geworden war im Himmel. Dieser Kirchenstaat hatte Jesus den Dienst buchstäblich weggenommen. Man betete viel lieber zu seiner Mutter, von der man meinte, dass sie im Himmel sei, und zu all den Heiligen. Allein deswegen schon, weil man Gott als ziemlich ernst empfand. Jesus war ziemlich ernst und Gott der Vater war fast schon furchterregend. Wie viel lieber betete man da zu der Maria? Kein Wunder. Denn die Idee der ewigen Seele, die sich durch das griechische philosophische Denken eingeschlichen hatte, hatte neue gedankliche Monster geboren. Eines davon war die ewig brennende Hölle, in der Gott jeden Sünder in alle Ewigkeiten quält und röstet. Es gab verschiedene Varianten, es gab auch das Fegefeuer für die, die nur eine Teilstrafe brauchten. Und all das geschah im Namen Gottes. Und als die Malakim, die Engel vom Himmel schauten und die Christenheit betrachteten und sich überlegten, was glauben diese Menschen, da fiel ihnen Folgendes auf. Diese Menschen glauben an Gott. Sie glauben aber auch, dass Gott nicht immer derselbe ist, denn sie glauben, dass sein Gesetz geändert werden kann. Man hatte das zweite Gebot ganz gestrichen, damit man die Bilder anbeten konnte oder sie verehren konnte. Man hatte das vierte geändert. Und als man das Gesetz geändert hatte, da war auch die Idee, dass Gott immer liebevoll ist, verschwunden. Man fing jetzt an zu glauben, dass Gott oftmals mehr zornig als liebevoll ist. Also, Menschen, die an Gott glauben, die aber nicht glauben, dass Gott immer derselbe ist, die glauben, dass Gottes Gesetz geändert werden kann und dass Gott ein bisschen grausam ist. Menschen, die glauben, dass sie selbst unabhängig von Gott sind, weil sie eine unsterbliche Seele haben. Und als die Engel all das zusammengefasst haben, jemand, der glaubt an Gott, dabei glaubt, das Gesetz kann geändert werden und er ist nicht abhängig von Gott und Gott ist ein bisschen grausam, da fiel es ihnen irgendwann wie Schuppen von den Augen. Es war genau das. Aber exakt genau das, was der Hillel im Himmel gesagt hatte.
Hatte nicht auch er gesagt, das Gesetz Gottes kann man ändern? Hatte nicht auch er gesagt, wir sind unabhängig von Gott, wir können gar keinen Fehler machen? Hatte nicht auch er gesagt, dass Gott ein bisschen diktatorisch ist? Hatte nicht auch er den Charakter Gottes ein bisschen ins Negative gezogen und gleichzeitig behauptet, für Gott zu sein? Der Satan hat es geschafft, seine Rebellion im Himmel 1:1 zu übertragen und in das Christentum hinein zu injizieren. Es war sein Meisterstück. Nie zuvor war seine Rebellion auf Erden so identisch mit dem Gedankengebäude, das er im Himmel proklamiert hatte. Es war die Zeit, dass das vierte Siegel aufgetan wurde, von dem Johannes auf Patmos gesehen hatte. Das fahle Pferd, das Tod heißt, dem das Totenreich folgte. In jener Zeit hat die Christianisierung Europas Fortschritte gemacht. Der Norden wurde reich. Ansgar von Bremen ging nach Dänemark, nach Jütland, nach Südschweden und brachte das Evangelium, das mittlerweile so viele Schatten aufwies, nach Norden. Aber der Traum von einem geeinten Reich scheiterte früh. Am 10. August 843 starb Karl der Große und sein gewaltiges Reich wurde geteilt. Das Westfrankenreich, ein Reich in der Mitte, genannt auch das Mittelreich, und dann Ostfranken, aus dem sich später die deutschen Staaten entwickelten. Daniel hatte auch 1400 Jahre später recht, sie würden nicht zusammenhalten. Das Papsttum mischte kräftig mit seinen Armeen, wie hier 849 in der Seeschlacht von Ostia gegen die islamischen Sarazenen. Methodius und Kyrillus wurden 863 nach Böhmen und Mähren gesandt, um dort den Heiden, den Slawen, das Evangelium zu bringen. Man musste extra eine Schrift erfinden, damit die Bibel in ihre Sprache übersetzt werden kann. So sah sie aus, die glagolitische Schrift. Derweil nahm das absurde und finstere Werk der Päpste immer mehr zu. Vor nichts schreckten sie zurück, selbst davor nicht, ihre eigenen toten Vorgänger zu Gericht zu ziehen. Papst Stephan der VIII. Hatte tatsächlich die Muße, den bereits verstorbenen Vorgänger Papst Formosa als Leiche in seiner Papstkleidung auf den Thron zu setzen, um ihn vor Gericht zu stellen, ihn anzuklagen, und nur wenige wunderte es, dass Papst Formosa auf keinen Anklagepunkt reagierte. Wurde Dänemark christlich. Harald Blauzahn, der König der Dänen, ließ sich taufen, und in damaligen Zeiten gab es keine Individualbekehrung. Ganze Völker bekehrten sich, indem der König getauft wurde. Wer sich widersetzte, der musste um sein Leben fürchten. Das Christentum war mittlerweile weniger eine Religion der Liebe als eine Religion der Macht. Ähnlich war es auch in Polen, als 1966 Mieszko der Erste sich taufen ließ und damit auch Polen christlich wurde. Die Päpste sparten nicht mit Blut. Bonifatius der Siebte ermordete Johannes den 14., weil der vorher einen Papst ermordet hatte. Und vielleicht haben sich die Malachim erinnert an all das Blutvergießen im Volke Gottes zur Zeit der Könige und der Chroniken. 988 wurde auch die Kiewer Rus, aus der später dann Russland wurde, christlich. Wladimir der Erste ließ sich taufen. Es gab schon damals Menschen, die klar und deutlich sehen konnten, dass das nicht so mit der Bibel übereinstimmte. Arnulf von Reims erklärte schon 991, der Papst sei der Antichrist. 996 wurde Otto der Dritte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und er führte die Bezeichnung nach Christus
flächendeckend ein. Es hatte 400 Jahre gedauert, über 400 Jahre, seitdem der Mönch Dionysius Exiguus das zum ersten Mal sich ausgedacht hatte. Und erst jetzt wurde diese Zählung immer verwendet. Und 1000 wurden auch die wilden Ungarn christlich. Stefan der Erste wurde gekrönt. Sie waren über Jahrhunderte eine Geißel der christlichen Länder gewesen, aber jetzt gehörten sie dazu. 1046 kam raus, dass ein Papst das Amt einfach gekauft hatte mit Geld. Fast so wie Simon Magus, der den Heiligen Geist hatte kaufen wollen, damals 1000 Jahre zuvor. Und dann kam das, was einige Theologen seit Jahrhunderten befürchtet hatten. Interne Streitigkeiten theologischer Natur führten 1054 zu einer Spaltung der Kirche. Der Hauptgrund? Man konnte sich nicht einigen, ob der Heilige Geist vom Vater oder vom Vater und von Jesus ausgeht, das Filioque. Seit 1000 Jahren hatte man darum debattiert. Man hatte auch darüber gestritten, ob bei der Eucharistie, bei der Transsubstantiation, gesäuertes oder ungesäuertes Brot zu verwenden sei. Niemand war auf die Idee gekommen, dass die ganze Sache, die ganze Lehre falsch ist. Aber ob bei dieser gotteslästerlichen Handlung Hefe oder Sauerteig verwendet werden durfte, das führte zur Spaltung der Kirche. Aber der wahre Grund war der, dass der Anspruch Roms im Osten nicht geduldet wurde. Und so beobachteten die Malachim und die Welten zum wiederholten x-ten Male, wie der Abfall von Gott zur Spaltung führt. Und dass die Rebellion gegen Gott noch nie dauerhaft stabile Gesellschaften und Systeme vorgebracht hat. Die Westkirche beharrte darauf, weiterhin die einzige allumfassende weltweite Kirche zu sein, die katholische, so hieß die Kirche bis dahin ja immer. Die Ostkirche war sich sicher, dass sie den wahren Glauben haben und sie nannten sich die Orthodoxen, die Rechtgläubigen. Doch weder waren die Katholischen allumfassend noch die Orthodoxen rechtgläubig. Aber das störte nur wenige in jener Zeit. Am 22. April 1073 wurde Hildegard von Soana Papst. Und er war einer der größten Päpste, wenn Päpste groß genannt werden können. Sein Name war Gregor der Siebte. Selbst seine besten Freunde nannten ihn durchaus anerkennend den heiligen Satan. Niemals zuvor hat jemand die Idee des Papsttums so konzentriert erfasst, ausformuliert und umsetzen wollen. Vor allem durch sein berühmtes Diktatus Papae, 2 Jahre nach seiner Krönung. Darin schrieb er die Ansprüche des Papsttums nieder. Dass die römische Kirche vom Herrn allein gegründet ist und nicht die orthodoxe Kirche und schon gar nicht jene Gruppen, die immer noch irgendwo in der Weite der Alpen oder außerhalb des römischen Zugriffs sich befanden. Dass allein der römische Papst mit Recht universal genannt wird. Dass alle Fürsten nur des Papstes Füße küssen. Dass es ihm erlaubt ist, Kaiser abzusetzen. Dass sein Urteilsspruch von niemandem widerrufen werden darf und er selbst als einziger die Urteile aller widerrufen kann. Dass er von niemandem gerichtet werden darf. Dass die römische Kirche niemals in Irrtum verfallen ist und nach dem Zeugnis der Schrift niemals irren wird. Und das nicht für katholisch gilt, wer sich nicht in Übereinstimmung mit der römischen Kirche befindet. Gregor der Siebte hat gemeint, was er gesagt hat. Er war sich fest davon überzeugt, dass Gott der Kirche Macht gegeben hat. Im Himmel war man darüber sehr besorgt. Denn Tausende, Millionen von Menschen bekamen ein Bild von Gott, genauso wie es Satan schon immer haben wollte. Gregor der Siebte war ein Mann nicht nur der Worte.
Und als der deutsche Kaiser sich gegen ihn stellte, ließ er ihn kurzerhand exkommunizieren, den Kaiser. Der dachte erst, das sei halt nur ein Scherz, bis niemand ihm mehr gefolgsam leisten wollte. Und er tatsächlich im Winter 1077, 3 Tage vor der Burg Canossas, im Schnee im Büßergewand stehen musste. Der Stellvertreter dessen, der die Hand zu Petrus sofort ausgestreckt hatte. Der Stellvertreter dessen, der Judas die Füße gewaschen hatte. Der Stellvertreter dessen, der gesagt hatte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, hatte Freude daran, den deutschen Kaiser büßend zu sehen und frierend zu sehen. Vielleicht hat er gehofft, dass er sich eine Grippe holt. Und hat er nach 3 Tagen sich arrogant die Füße küssen lassen. Der Stellvertreter Christi zeigte genau das, was den Satan schon immer ausgezeichnet hatte. Gregor der Siebte war auch der Meinung, dass das Volk überhaupt gar nicht wissen sollte, was das Wort Gottes sagt. Mittlerweile hatten die Sprachen sich sehr weiterentwickelt. Und die lateinische Bibel wurde von niemandem mehr verstanden, obwohl sie Vulgata hieß, was bedeutet in der Sprache des Volkes. Als sie entstand, sprach noch jeder Latein. Doch das war schon lange nicht mehr der Fall. Und Übersetzungen sollten angefertigt werden, so war der Wunsch, aber das Papsttum verbot das. Mit den Worten, es dem Allmächtigen gefällt, wenn der Gottesdienst in einer unbekannten Sprache durchgeführt wird. Und dass viele Übel und Ketzereien durch Missachtung dieser Regel entstanden sind. Gott, der das Wort ist, Gott, der Kommunikation liebt und der sich offenbaren möchte, wurde dargestellt als jemand, der gar nicht mit den Menschen reden will. Der gar nicht verstanden werden will, den man auch gar nicht verstehen kann. Dass der Islam die heiligen Stätten besetzt hatte, war im Abendland ein großes Ärgernis. Und so rief der Papst und viele Fanatiker mit ihm zu einem Kreuzzug auf. Man wollte das Heilige Land retten und wieder zurückerobern. 1095 begann dieser erste Kreuzzug und mit einigem Erfolg konnten dort im Heiligen Land die ersten Kreuzfahrerstaaten errichtet werden. Sogar ein Orden ist gegründet worden, der Tempelerorden. Und vieles sind die Legenden und Geschichten, die sich um sein Wirken ranken. In jener Zeit tat Peter de Bruy auf, 1120. Und er kritisierte die Kirche und behauptete, dass sie in vielen Punkten vom Glauben abgefallen sei. Die Taufe von Säuglingen, die sich in jener Zeit immer mehr durchsetzte, und die Taufe der Erwachsenen, die am Anfang der Christenheit noch praktiziert worden war, abgelöst hatte, die empfand er zu Recht als eine Übertretung der Idee, dass jeder Mensch sich freiwillig für Gott entscheiden soll. Eine Übertretung des Gebotes tut Buße. Denn Säuglinge konnten nicht umkehren, wovon denn? Er kritisierte auch die immer größer und gewaltiger werdenden Kirchen. Er sagte, dass die Kirche nicht aus Steinen gebaut wird, sondern aus Menschen, der Tempel Gottes. Aber am meisten kritisierte er die Eucharistie, die Transsubstantiation. Als genau die Gotteslästerung, die Bibel vorher gesagt hat, von der Paulus gesagt hatte, dass jemand kommen würde, sich in den Tempel Gottes setzen würde als ein Gott und sich als Gott ausgeben würde. Diese Kritik brachte ihm keinen Lohn ein, stattdessen den Scheiterhaufen, auf dem er 1131 starb. In jener Zeit änderte sich die Mode. Die romanische Architektur wurde durch die gotische abgelöst und dadurch konnten jetzt große und gewaltige Kirchen gebaut werden, wie man sie noch nie zuvor gesehen hatte. Aber keine dieser großen Kirchen, ob St. Denis oder Notre Dame oder wie sie alle hießen, konnte ansatzweise mithalten mit der gewaltigen Kirche, die Gott für sein wahres Volk gebaut hatte. Viel größer, viel fester. Und vor allem viel schöner waren die Berge Piemonts. Dort, wo seit Jahrhunderten sich all die zurückgezogen hatten, die den offiziellen Kurs der Kirche nicht mitgehen konnten und wollten.
Sie nannten sich die Brüder. Ihre Feinde haben sie mit anderen Namen belegt. Und da in jener Gegend die Täler Vaudois genannt wurden, oder Val dann später, nannte man sie auch die Valdenser. Sie lebten dort im kärglichen Terrain der Alpen, wo man nicht viel anbauen konnte. Aber sie hatten noch die Schriften des Alten und Neuen Testaments in der Originalsprache. Sie glaubten noch das, was die Apostel geglaubt hatten, und bewahrten in der Finsternis des Mittelalters die reine Lehre. Dort in den Tälern, in Gronja, Belice und Chisone, dort wurden Prediger ausgebildet. Die Barben, die Onkel, wie sie genannt wurden, die nach langer gründlicher Ausbildung in Griechisch und Hebräisch, dem Abschreiben von Dokumenten, hinausgesandt wurden. Immer wieder kamen die Truppen der Herzöge und Könige, der Päpste und Prälaten, immer wieder wurden sie verfolgt. Und sie zogen sich zurück in die Höhlen und die unerreichbaren Gegenden des Gebirges. Und oft wurden ihre Siedlungen dem Erdboden gleichgemacht, gebrandschatzt, ihre Frauen geraubt und vergewaltigt, die Kinder ihnen weggenommen und in katholische Schulen gesteckt. Aber ein Jahrhundert nach dem anderen sah die Existenz dieser Gläubigen. Und anstatt sich nur dort zurückzuziehen, zogen sie hinaus in alle Herrenländer. Nach Ostfranken, nach Böhmen, jenseits der Alpen, um das Evangelium unter Gefahr für Leib und Leben weiterzugeben. Ihr Motto war Lux lucet in tenebris. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Sie wussten, dass irgendwann diese Finsternis vorbei sein würden. Vielleicht haben sie aus den Schriften von Daniel geahnt, dass es Jahrhunderte dauern würde. Aber sie wussten, irgendjemand muss die Fackel hochhalten. Jemand muss dafür sorgen, dass am Ende des dunklen Zeitalters noch Bibeln verfügbar sind. Und in Zeiten, als die Manuskripte der Bibel fast nicht mehr existent waren, waren es vor allem Valdenser, die dafür sorgten, dass die Bibel nicht ausstarb. Auf der anderen Seite der Westalpen, im Süden Frankreichs, lebten ihre Brüder. Da es der römischen Kirche peinlich war, dass überall solche Gläubigen waren, die noch so lebten und glaubten wie Jesus, sein Apostel, haben sie alle Mühe sich gegeben, diese Gruppen voneinander zu trennen und mit verschiedenen Namen zu belegen, sodass jeder glaubte, dass es sich immer nur um lokale Phänomene handelte. Diese Gruppe wurde Katharer genannt, manchmal auch Albigenser nach der Stadt Albi. In Wirklichkeit war es dieselbe Gemeinde, die einfach nur geografisch getrennt war. Und um 1200 begann man genau gegen diese Albigenser, Katharer mit aller Schärfe vorzugehen. Ein Kreuzzug wurde ausgerufen, diesmal nicht gegen die Anhänger des Mohammed, sondern die Anhänger von Jesus. Und viele von ihnen verbargen sich in der fast uneinnehmbaren Burg Carcassonne. Doch auch die wurde gestürmt und 1209 sind Tausende und Abertausende Albigenser, Katharer, gläubige Männer und Frauen hingerichtet und deportiert worden. In jener Zeit wurde der Ordo Fratrum Predicatorum, der Orden der Prediger, gegründet. Er wurde besser bekannt als der Orden der Dominikaner, die Hunde des Herrn. Denn obwohl sie hinausgingen, um zu predigen, machten sie sich besonders berühmt dadurch, dass sie darauf achteten, dass alle die wahre, reine katholische Lehre hatten. Und dazu wurde nicht nur gepredigt. Schon bald waren sie die Meister im Herausfinden von Heretikern und Ketzern. Gregor IX.
musste sich erneut gefallen lassen auf einem Konzil in Regensburg vom Erzherzog von Salzburg, Eberhard, als Antichrist bezeichnet zu werden. Aber das war nicht weit hergeholt. Einer seiner Nachfolger, Innozenz IV., mit dem schönen Namen der Unschuldige, Innozenz, der erlaubte am 12. Mai ganz hochoffiziell den Einsatz von Folter in der Inquisition. Mit dem Hinweis, man sollte sie nur einsetzen, wenn der Inquisitor sich ganz sicher sei, dass der Beschuldigte sowieso schuldig sei. Man muss nicht Jura studiert haben, um zu wissen, wie barbarisch diese Einschränkung war. Wie viele Menschen in den geheimen Inquisitionen und den Grüften und Kellern dahingesiecht sind, das ist nur im Himmel bekannt. Und all diese Finsternis entstand, weil die Christen Jahrhunderte zuvor begonnen hatten, das reine Wort Gottes mit der hellen Philosophie der Griechen zu vermischen. War das nicht eine interessante Lehre? Dass der Versuch, das Wort Gottes noch besser zu machen, indem man das Beste der Griechen, der von Aristoteles und Plato noch dazu nahm, es in Wirklichkeit sich alles verfinstert hatte und nichts mehr klar und deutlich war. Es war keine Addition gewesen, als man die Bibel mit der Philosophie zusammenbrachte, es war eine schreckliche Subtraktion. Aber die Theologie des Mittelalters war tief getränkt von Aristoteles und der griechischen Philosophie. Der Großmeister von allen war Thomas von Aquinas. 1274 kam seine Summa Theologica heraus, der Kern der gesamten katholischen Lehre. 1291 musste das Abenteuer Kreuzzüge endgültig aufgegeben werden. Fast zwei Jahrhunderte hatte man versucht, das Heilige Land zu erobern, aber jetzt konnten die Mamluken den letzten Kreuzfahrerstaat auflösen. Stattdessen gingen jetzt die Moslems selbst zum Angriff über. Osman der Erste, Ghazi, 1299 entschied sich, das Oströmische Reich jetzt zum dauernden Gegenstand seiner Angriffe zu machen. War es die Rache für die Kreuzzüge? Es war auf jeden Fall eine Erfüllung jener fünften Posaune, die schon Johannes auf Patmos gesehen hat, dieser Salpinks, die im Himmel gestoßen worden war. Und über diese fünfte Posaune hieß es, dass sie 5 Monate lang Schaden ausführen sollte. Und sie begann 1299 durch Osman. In jener Zeit haben die Päpste entschieden, dass Rom nicht mehr so schön sei als Residenzstadt. Rom war nur noch ein Schatten seiner alten Größe. Es lebten längst nicht mehr so viele wie zur Zeit des Römischen Reiches. Nur noch wenige Tausend. Es war eigentlich mehr ein berühmtes Dorf im Mittelalter. Und dort, wo früher die Armeen, der Kaiser, die Legionen marschiert waren, dort, wo Trajan und Nero und Augustus über das Forum gegangen waren, da grasten jetzt Ochsen. Rom war eigentlich keine Reise wert. Und so entschieden sich die Päpste, umzusiedeln nach Avignon. Dort an der Südküste Frankreichs konnte man es sich viel besser gehen lassen. Fast so wie Gott in Frankreich. In jener Zeit ist der Tempelorden wieder aufgelöst worden. Man hatte ihm wirklich viele gräuliche Verbrechen zur Last gelegt. Und dann kam die Zeit, das Licht hineinstrahlen sollte in die Finsternis des Zeitalters. Es stand jemand auf im fernen England, ein Gelehrter, ein kluger Mann, der an der Universität von Oxford gelehrt hatte, John Wycliffe. In Lutterworth hatte er seine Parish, seinen Kirchenbezirk. Und er hatte die Bibel studiert wie niemand zuvor, seit Jahrhunderten. Und er hatte einen echten, tiefen Glauben an Jesus Christus gefunden. Er hatte entdeckt, dass die Kirche der Zeit dringend reformbedürftig war. Im Auftrag des Kaisers, des Königs von England, hatte er sich sogar öfter mit päpstlichen Delegierten getroffen, um über Belange der Krone Englands zu debattieren.
Und schließlich begann er, die Bibel in die Landessprache zu übersetzen. Noch aus dem Lateinischen, aus der Vulgata, aber immerhin. Er kam zu dem Schluss, dass der Papst der Antichrist sein müsse, der den Paulus vergesagt hatte. Das konnte dem Papst nicht gefallen und Gregor der XI. Sprach am 22. Mai 1377 den Bann über ihn aus. Doch viel konnte er nicht ausrichten, denn ein Jahr später starb er und das ohnehin geteilte Christentum erlebte die nächste Teilung. Westrom teilte sich in zwei Teile. Plötzlich gab es zwei Päpste, einer in Avignon und einer wieder in Rom. Das abendländische Schisma betraf jetzt die ganze Christenheit. So konnte Wycliffe sein Projekt weiter fortsetzen. Große Teile Englands wurden erfasst von der Lehre des Evangeliums. Wycliffe hatte damals schon so tief gegraben, dass all die, die ihm noch folgen sollten, kaum tiefer kommen konnten. Er war nicht nur der Morgenstern, er war schon fast der Maßstab aller, die nach ihm kommen sollten. Und Wycliffe war ein kluger Denker. Er blieb nicht bei einigen Missbräuchen stehen, sondern er durchschaute die falsche Theologie und kam zu dem Schluss, dass diese hochheilige Transsubstantiation in Wirklichkeit Irrlehre sei. Im Sommer 1381 hat er das formuliert und selbst einige seiner besten Freunde waren jetzt schockiert. So tief saß das in ihn drin. Er wurde immer wieder vor Gericht gestellt, aber man konnte ihn nicht zu Tode verurteilen. Er starb vielmehr Ende 1384 an einem Schlaganfall im Gottesdienst. Und seine Nachfolger, die Lollarden, formulierten 1388 als Bewegung ihre Artikel, ihre Glaubensüberzeugung. Sie gingen hinaus in die ganzen Gegenden der britischen Inseln und nach Europa. Und einige von ihnen, nicht zuletzt deswegen, weil die Königin aus diesem Land kam, machten sich auch auf den Weg nach Böhmen und Mähren. Dort hatte Gott schon den nächsten Reformator bereit. Sein Name war Jan Hus. Aufgewachsen im Süden Böhmens war er nach Prag gekommen, hatte dort an der Karls-Universität studiert, war einer der brillantesten Gelehrten seines Landes. Und 1402 begann er an einer Kapelle in Prag zu predigen. Es war die Bethlehem-Kapelle, benannt nach jenem Ort Bethlehem, Haus des Brotes. Hier sollte das Wort Gottes, das Brot des Lebens, ausgeteilt werden. Es wurde in der Landessprache gepredigt. Und Jan Hus tat sich hervor als ein guter Prediger, der die falschen Gebräuche und die Missbräuche der katholischen Kirche hart kritisierte. Doch sein Dienst veränderte sich nachhaltig, als Hieronymus von Prag aus Oxford zurückkam. Er brachte die Schriften von Wycliffe mit und Jan Hus verstand, dass es nicht nur ein paar Missbräuche waren, die gerade lokal in Tschechien, in Böhmen falsch liefen. Er kannte, dass die Kirche grundsätzlich reformbedürftig war. Und obwohl er nicht einmal so weit ging, wie Wycliffe gegangen war, bekam er schnell mit der Kirche zu tun. 1414 wurde das große allgemeine Konzil in Konstanz einberufen. Mittlerweile gab es schon drei Päpste, weil das letzte Konzil in Pisa einen Papst zwar gewählt hatte, den aber die anderen beiden Päpste, die schon in Avignon und Rom residierten, nicht anerkennen wollten. So gab es jetzt einen in Bologna, einen in Rom und einen in Avignon. Das sollte und musste gelöst werden. Aus ganz Europa kamen die Delegierten, aufgeteilt in Nationen. Das Ganze hatte Sigismund von Luxemburg, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, veranlasst. Er kam Dezember 1414 dort an. Er hatte Jan Hus ein sicheres Geleit versprochen. Aber als er ankam, musste er feststellen, dass Jan Hus bereits in Ketten lag. Der war tatsächlich im Glauben, dass er dort gehört werden würde, nach Konstanz gekommen und fand sich jetzt in Ketten wieder.
Sigismund war erst aufgeregt, wie es denn sein könnte, dass sein Befehl übertreten worden sei, aber die Priester hatten eine gute Erklärung. Hus sei ein Heretiker und einem Heretiker müsse man kein Wort halten. Und am 6. Juli 1415, nachdem in zwei vorigen Verhandlungen Hus kaum sich artikulieren konnte, weil er ständig niedergebrüllt wurde, es soll wohl sein Geburtstag gewesen sein, ist er in Münster, der großen Kathedrale von Konstanz, vor Kaiser Sigismund verhört worden. Man gab ihm eine letzte Gelegenheit zu widerrufen. Aber er sprach über das Evangelium und wies dann kurz und knapp darauf hin, dass er auf sicheres Geleit des anwesenden Kaisers gekommen sei. Und Sigismund errötete. Aber das half Jan Hus nichts mehr. Noch am selben Tag wurde er zum Scheiterhaufen außerhalb der Stadt verbrannt. Und seine Asche wurde in den Rhein gestreut. Man wollte verhindern, dass irgendjemand sich an ihn erinnert. Doch der Rhein nahm die Asche und ließ sie symbolisch in die ganze Welt fließen. Noch jemand saß im Gefängnis in Konstanz. Hieronymus von Prag war hinterhergereist gegen den Rat von Jan Hus. Als er dann gemerkt hatte, dass er nichts ausrichten konnte, war er wieder nach Böhmen zurückgereist und hatte Böhmen beinahe erreicht, als er doch gefasst wurde und wieder in ein Loch gesteckt wurde in Konstanz. Und entmutigt und verlassen hat er dann sogar 1415 den Glauben an die Lehren Wycliffs und Huss widerrufen. Moderat, indem er sagte, dass sie viel Gutes gelehrt haben, aber doch einiges Falsches. Aber der erhoffte Freispruch blieb aus, denn das Konzil wollte ihn noch zu weiteren Zugeständnissen zwingen. Und nun saß er in dem Gefängnis, nun saß er in der Zelle und als einer der wenigen, die einem Märtyrertod entgegenschauten, hatte er kein reines Gewissen. Paulus hatte in der Zelle gesessen und mit reinem Herzen schreiben können, dass er der Dinge harre, die da kommen. Jan Hus hatte dort gesessen und festes Vertrauen auf Gott gehabt. Aber Hieronymus saß in der Zelle und das Gewissen nagte ihn fast zu Tode. Monatelang ist er dort bei Kot und Ratten gehalten worden. Und dann 1416 nochmal dem Konzil vorgeführt worden. Im Mai 1416 durfte er seine Verteidigungsrede halten. Und obwohl er monatelang im Finstern gesessen hatte, keine Bücher gelesen hatte und eigentlich nach den Bedingungen schon halb verrückt hätte sein müssen, hielt er eine der brillantesten Reden der gesamten Christenheit. Ähnlich wie Stephanus zeigte er durch die gesamte Bibel und durch die Geschichte, wie oft Menschen ungerecht verurteilt worden waren. Und dann kam sein Widerruf. Er widerrief seinen Widerruf. Und so kam auch er auf den Scheiterhaufen. Als das Feuer hinter ihm angezündet werden sollte, rief er aus: Kommt nur nach vorne. Hätte ich Angst gehabt, würde ich heute nicht hier stehen. Und so starb innerhalb von einem Jahr Jan Hus und dann Hieronymus von Prag. Ein Jahr später wurden zum ersten Mal auf dieser Welt die Worte gehört: Habemus Papa. Ein neuer Papst war gefunden worden. Einer, der tatsächlich anwesend war, war ins Gefängnis gesteckt worden, wegen Verbrechen, die so schrecklich waren, dass man sie nicht nennen durfte. Eigentlich hatten Hus und Hieronymus durchaus recht gehabt. Aber während die Kritiker des Verbrechers verbrannt wurden, wurde der Verbrecher nur abgesetzt und am Leben gelassen. Die anderen beiden Päpste, die gar nicht erst erschienen waren, wurden auch abgesetzt und Martin der V. als neuer Papst eingesetzt. Und um ein weiteres Schisma zu verhindern,
kam das Konzil auf eine interessante Idee. Der Papst sei nicht das Oberhaupt der Kirche, sondern das Konzil. Das Konzil stehe über dem Papst und der Papst müsse dem Konzil dienen. Das war eine völlig neue Idee. Und ob es dem Martin geschmeckt hat, ist nicht überliefert. Nicht geschmeckt hat all das den Tschechen, den Böhmen. 1419 brach ein Aufstand auf, weil ihr Reformator Jan Hus umgebracht worden war. So zog man in den Krieg gegen die christlichen Böhmen. Ein Kreuzzug wurde jetzt gegen die Nachfolger von Hus ausgerufen, die sogenannten Hussiten. Der Kaiser und der Papst nahmen das persönlich in ihre Hand. Doch der vermeintlich erwartete einfache Sieg blieb aus. Denn die Hussiten hatten in Siska einen brillanten General, der, obwohl blind, die Schlachten stets zu gewinnen wusste. Er rief all die Gläubigen nach Tabor, den Ort, den sie so nannten, nach dem Berg Tabor, an dem schon Schlachten zur Zeit der Richter geschlagen worden waren. Und 5 Kreuzzüge haben nicht gelangt, die Hussiten zu besiegen. Eins zum anderen Mal flohen die kaiserlichen Heere, ohne dass auch nur eine Kampfhandlung richtig stattgefunden hatte. Derselbe Gott, der die ägyptische Armee besiegt hatte, besiegte auch die Kaisertruppen Jahr für Jahr. Doch dann kam, was kommen musste. Nachdem brachiale Gewalt die Hussiten nicht stoppen konnte, musste die Diplomatie her. Auf dem Konzil zu Basel wurden die gemäßigten Hussiten dazu eingeladen, einen Bund mit Rom zu machen. Die besonderen Glaubensüberzeugungen der Hussiten wurden ihnen zugestanden. Sie durften jetzt glauben, was sie wollten. Das Kleingedruckte sagte, dass die genaue Auslegung dieser Artikel allerdings dem Papst überlassen sei. Das konnten die konsequenteren Hussiten nicht akzeptieren. Und so kam es zum Bürgerkrieg zwischen Hussiten und Hussiten. Und schließlich zum weitestgehenden Ende der Reformation in Böhmen. Die wenigen, die überlebten und treu am Evangelium festhielten, die zogen sich zurück in die weiten Wälder des böhmischen Waldes nach Mähren und haben dort jahrzehntelang im Versteck gelebt. Und sie überlieferten die Tradition, dass ihr Meister Jan Hus gesagt hätte, dass es noch ungefähr 100 Jahre dauern würde, bis Gott jemanden senden würde. Nach einiger Zeit erfuhren sie, dass in den Alpen Gläubige lebten mit ganz ähnlichem Glauben. Und so entstand eine Verbindung zwischen jenen Waldensern und den Hussiten in Böhmen und Mähren. Es war Zeit, dass die Posaune Gottes wieder blies. 150 Jahre lang hatten die Sarazenen des Osmanischen Reiches Ostrom bedrängt. Es war das Jahr 1449. Die 6. Posaune hatte gesagt, lass los die 4 Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die 4 Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr. Damals herrschte das Lehnswesen. Wann immer ein Herrscher einem anderen Herrscher etwas übergab, Großgrundbesitz, Ländereien oder Titel, dann stand der andere Herrscher unter ihm. Und hier war verheißen worden, dass eine Gruppe von Mächten sich lösen würde, die bisher gebunden waren. Was geschah? Es war das Jahr 1449 und der letzte Kaiser Ostroms, Johannes Palaiologos, entschied sich, den Sultan zu fragen, ob er den Kaisertitel annehmen darf. Nach damaligem herrschenden Rechtsverständnis hatte sich damit die Position zwischen Ostrom und den Osmanen umgekehrt. Und für eine Stunde, einen Tag, einen Monat und ein Jahr würden die Osmanen jetzt völlige Freiheit gegenüber den europäischen Staaten haben. Das wäre nach biblischer Rechnung 360, 30 plus 1, 391 Jahre und 2 Wochen.
All das begann 1449 im Sommer. Nur kurze Zeit später zeigte sich, was das für Auswirkungen hatte. Die Osmanen eroberten Konstantinopel. Sie hatten gewaltige Kanonen. Militärisch waren sie dem Westen weit überlegen. Nicht nur das, auch kulturell. Im Grunde genommen fast religiös, möchte man sagen. Und als Konstantinopel fiel, da waren viele griechische Gelehrte, Theologen, die Angst hatten um die vielen Manuskripte, die es gab, des Neuen Testamentes. Und sie flohen mit vielen dieser griechischen Manuskripte in den Westen, wo die bald eine besondere Rolle bekommen sollten. In jener Zeit ereignete sich eine Revolution der technischen Natur. 1455 erfand Johann Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern. Plötzlich konnten Schriften sehr schnell, systematisch verbreitet werden. 1478 war Sixtus IV. Papst und er entschloss sich, den Beschluss von Konstanz auf den Kopf zu stellen. Er beschloss, dass das Konzil nicht länger über dem Papst stehen darf. Der Papst sollte seine angestammte Macht wieder zurückbekommen. Er war es auch, der die spanische Inquisition wieder neu belebte. Ja, die Inquisition auf ein ganz neues Level stellte. Das Papsttum hatte nichts gelernt. Mit größerer Macht und Grausamkeit als je zuvor begann die Inquisition systematisch nach Ketzern und Heretikern zu suchen. Und jetzt ging es den Waldensern nicht nur sporadisch, sondern im großen Stile an den Kragen. Ein Kreuzzug wurde diesmal nicht gegen die Hussiten, nicht gegen die Albigenser, sondern gegen die Waldenser ausgerufen. Und die Bücher des Himmels sind voll mit den Gräueltaten, die geschehen sind. Und wenn die Berge von Westpiemont reden könnten, sie würden erzählen von den Schreien der Frauen, den Tränen der Kinder und den Feuern, die dort zu beobachten waren. 1492. Wunderten sich die Einwohner der Inseln der Bahamas. Es ist ein großes Schiff mit weißen Menschen dort ankam. Christoph Kolumbus. Im Glauben, Indien entdeckt zu haben, traf auf die Bewohner des Tropenparadieses der Bahamas. Er nannte sie Indianer. Und es war die Entdeckung Amerikas für die christliche europäische Welt. Denn die Wikinger hatten wohl schon Jahrhunderte zuvor, weiter im Norden, denselben Kontinent entdeckt. Und jetzt begegneten sich Völker, die seit den Tagen Nimrods, seit den Tagen Peleks, seit den Tagen der Teilung getrennt waren. 1494 erschien Girolamo Savonarola auf der Bühne. Er war ein Dominikanermönch und er war angewidert von der Kirche und er beschloss sich, Bußpredigten zu halten. Dabei ging er äußerst rabiat vor. Und er bekam sogar durchaus Macht in seiner Stadt, in der er predigte. Er wies alle Kinder und Jugendlichen an, allen Bürgern allen Besitz wegzunehmen, der irgendwie an Prunk oder Reichtum erinnern könnte. Fast so, als ob Jehu schon wieder auferstanden sei. 1498 starb auch er auf dem Scheiterhaufen. War er ein bisschen zu früh gestartet? 1506 wurden die Schweizer die Beschützer des Papstes. Seit jenem Tag stehen die Schweizer Garde, die Soldaten der Schweizer Garde in Rom, um den Pontifex Maximus zu beschützen. Und 1512 kam das Konzil im Lateran in Rom zusammen, dort, wo die Päpste ihre wichtigste Kirche hatten, die Kirche St. Giovanni im Lateran, auf einem Grundstück, das der Familie von Konstantin schon gehört hatte. Und hier wollten sie für 5 Jahre beraten, wie die Kirche aus der Misere zu führen sei. Sie wollten die Kirche reformieren. 5 Jahre haben sie debattiert und so gut wie keine Ergebnisse vorgelegt. Vielleicht war das ihre letzte Chance, die sie hätten nutzen können. Aber der Reformwille war zu schwach. Man konnte sich auf keine Reformen einigen
und der Status quo blieb größtenteils bestehen. Während sie dort saßen und debattierten, geschahen wichtige Dinge. Erasmus von Rotterdam hatte sich die Manuskripte zusammengesucht, die jetzt nach und nach aufgrund des Falls von Konstantinopels in den Westen strömten. Er hatte so viele Manuskripte, er finden konnte, gesammelt und sie verglichen und zum ersten Mal in einer kritischen Ausgabe veröffentlicht. 1516 kam zum ersten Mal das griechische Neue Testament heraus. Man konnte jetzt aus dem Urtext übersetzen. Ein Grund, warum Rom so reformunwillig war, war, dass man andere Dinge im Kopf hatte. Man hatte die alte Petersbasilika niederreißen lassen, weil man eine größere und prächtigere haben wollte, die dem Anspruch, Nachfolger und Nachfahren des Petrus zu sein, Genüge tun würde. Dafür brauchte es Geld. Viel Geld. Mit Hilfe der Kurfürsten, mit Hilfe des gesamten Systems sollten die Menschen dazu gebracht werden, Geld zu spenden. Und dazu griff man wirklich zu erstaunlichen Mitteln. Der berühmteste von allen diesen Predigern, Tetzel, zog durch die Lande und verkaufte die Vergebung aller Sünden gegen Bares. Die Vergebung der kleinen Sünden, die Vergebung der mittelgroßen Sünden, die Vergebung der Todsünden, die Vergebung der zukünftigen Sünden, die Vergebung der Sünden von anderen, alles konnte man zu bestimmten Tarifen haben. 2,5 Jahrtausende zuvor hatte Salomo gedichtet: Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gebe, so würde man ihn nur verachten. Man kann Liebe nicht kaufen. Aber hier war eine Kirche, die Kirche, die sich Nachfolger Jesu Christi nannte, die Stellvertreter Jesu Christi, die ihren Kirchenmitgliedern lehrte, die Liebe Gottes zu kaufen. Sie machten ihre eigenen Kirchenmitglieder verächtlich. Aber nicht nur das. In den Augen der Gläubigen wurde Gott zu etwas, zu jemandem, der nur ein bisschen besser war als eine gewöhnliche Prostituierte, den man bezahlen musste für seine Liebe. Der Angriff auf Gottes Charakter war vollkommen. Der Angriff auf Gottes Charakter war jetzt an dem größten Punkt angekommen. Jetzt würde Gott handeln. Und es klopfte an der Tür. Es waren nur wenige Nägel. Wahrscheinlich hat er nicht mal laut gehämmert. Aber es war, als ob diese Hammerschläge, diese kleinen Nägel, die er dort hineinhämmerte, durch das gesamte Weltall zu hören waren. Dort standen sie, 95 Thesen, auf Latein. Gar nicht für das Volk gedacht, sondern für eine Disputation. Ein Mönch, ein Theologieprofessor mit Namen Martin Luther, eigentlich Martin Luder, hatte sich entschieden, gegen diese Missbräuche des Tetzels vorzugehen. Er hatte nicht den geringsten Hauch einer Ahnung, dass seine Nägel viel tiefer drangen als nur ein paar Zentimeter in die Holztür der Schlosskirche in Wittenberg. Martin Luther war ein besonderer Mensch gewesen, aufgewachsen in Armut in Ostdeutschland, in Sachsen. Hatte er seit Jahren Angst vor Gott gehabt. Er war sich nie sicher, ob er wirklich erlöst war. Martin Luther hatte echte Sicherheit gesucht. Er hatte sogar angefangen, Recht zu studieren und aufgegeben, weil er merkte, dass selbst im Jura man Fälle so und so auslegen kann. Und er hasste Unsicherheit. Er war Mönch geworden, um sicher zu sein, dass Gott ihm vergeben hat. Aber als er Mönch wurde, war er sich unsicher als je zuvor. Nirgendwo konnte er eine Zuversicht finden. Er war sogar nach Rom gereist. Er hat alles getan, was man tun musste,
auf den Knien die Santa Scala, die heilige Treppe hochgerutscht. Aber nichts hatte sein Herz füllen können mit der Zusicherung, dass er wirklich bei Gott angenommen ist. Bis er eines Tages den Bibelvers in Römer 1, Vers 16 entdeckte. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese einfache Wahrheit, dass jeder, der auf die bronzene Schlange schaut, gerettet wird. Diese einfache Wahrheit, die Jesus immer wieder versucht hatte zu verdeutlichen. Sie drang wie ein Lichtstrahl in das Dunkel des Herzens von Martin Luther. Und sein Herz wurde warm. Und er entdeckte, dass Gott gut ist. Gott muss man nicht erst besänftigen. Gott muss man nicht erst gnädig stimmen. Gott ist Liebe. Und er ist es immer. Es war, als ob Gott selbst gesprochen hatte, es werde Licht. Und diese einfache, aber bahnbrechende Entdeckung ließ das Licht hinein in jenes finstere Mittelalter. Und Luther begann zu predigen. Und er begann zu schreiben. Und er begann zu disputieren. Und er bekam Hilfe von einem jungen, kleinen, unscheinbaren Mann mit einem Sprachfehler. Der hieß Philipp Schwarzert. Aber weil der ein Griechisch-Experte war und ein Humanist, hatte er seinen Namen auf Griechisch umformulieren lassen, Philipp Melanchthon. Und er kam und half Luther. So wie Huss und Hieronymus gemeinsam zusammengewirkt hatten, mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten, so war der mächtige und wortgewandte Luther und der kluge und überlegte Melanchthon eine gute Ergänzung. ...1518 stand Luther vor Cajetan in Augsburg. Immer wieder ist er aufgefordert worden, seine Lehren zu widerrufen. Aber statt nachzugeben, predigte immer weiter. Aber Gott hatte gerade erst angefangen. Er setzte den nächsten Spieler aufs Spielfeld sozusagen. Ganz woanders in der Schweiz. In der Nähe der Kurfürsten. Aufgewachsen am Sentisgebirge war Huldrych Zwingli. Der 1519, im selben Jahr, als Luther seine Disputation mit Dr. Eck oder zusammen ausgesprochen, wie es Luther tat, Dreck hatte. Zwingli wurde 1519 im selben Jahr zum Prediger am Großmünster in Zürich berufen. Und er predigte dasselbe Evangelium, das auch Luther gefunden hatte, ohne dass die beiden sich jemals getroffen hatten. Fast wie ein Zwei-Fronten-Krieg gegen den Irrtum. Und Luther nutzte die sich bietenden Möglichkeiten der gerade erst erfundenen Presse von der Freiheit eines Christenmenschen oder der Captivitate Babylonica Ecclesia, von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Das waren Kassenschlager, die durch das Volk gingen wie ein Lauffeuer. Und die Kirche hatte alle Mühe, das dem Einhalt zu gebieten und sah sich hilflos diesem Ansturm des Lichts gegenüber. Der Papst verlor irgendwann die Geduld und am 3. Januar 1521 schrieb er diesen Brief, der begann mit den Worten: Es hat dem Papst, dem Pontifex Maximus, wohlgefallen. Es hat ihm wohlgefallen, den Mönch aus Wittenberg zu exkommunizieren, ihn aus der Kirche und damit aus dem ewigen Leben auszuschließen. Denn die Kirche war ja allumfassend. Da die Kirche überall war, musste man eigentlich sterben, wenn man aus der Kirche ausgeschlossen worden ist. Aber so schnell ging es jetzt mit Luther nicht. Im selben Jahr wurde Karl V. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Und er ließ den Reichstag nach Worms zusammenrufen und gegen die
Proteste Roms durch, ausgesprochen durch den Legaten Aleander, ließ man doch Luther vortreten und einladen. Als der in Worms ankam, waren mehr Menschen auf der Straße als beim Kaiser höchstpersönlich. So berühmt war er mittlerweile in den deutschen Staaten und Landen. Und am 18. April 1521 stand er vor Kaiser Unreich. Bei seiner ersten Verhörung war er recht unsicher und er bat sich Bedenkzeit. Doch bei seiner zweiten entschied er sich, ganz treu zu Gott zu stehen. Und in einer ruhigen und sehr sachlichen Art und Weise gestand er, dass er in manchen Punkten vielleicht etwas überzogen hatte, was seine sprachlichen Formulierungen anging. Denn Luther konnte derb sprechen. Vor allem dann, wenn er den Papst als Antichristen bezeichnete. Aber die Wahrheit des Evangeliums wollte er nicht aufgeben. Er wollte nicht einen Zentimeter abrücken von dem, was er gefunden hatte. Und an jedem Tag stand Rom nicht mehr so sicher wie in all den Jahrhunderten zuvor. Als er sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Viele waren beeindruckt. Und auf dem Rückweg wurde er gefangen genommen und in der Wartburg eingesperrt. All das auf Betreiben von Friedrich dem Weisen, der schon längst stolz darauf war, dass dieser Mönch diesem Papst die Stirn bot. Und dort lebte er als Junker Jörg, unerkannt an der Übersetzung des Neuen Testaments in Deutsch arbeitend. Und während der Kaiser sich jetzt bemühte, alles zu ordnen, um einen Vernichtungszug gegen diese Luther-Anhänger zu führen, kamen ihm die Türken in die Quere. 1521 begann Süleyman I. seinen Angriff auf Osteuropa. Belgrad wurde eingenommen und man rückte Richtung Habsburg vor. Mit den gigantischen Kanonen, die schon Konstantinopel zu Fall gebracht hatten, musste sich Karl jetzt erst einmal um das Problem an der Außengrenze kümmern. Noch im selben Jahr kam Krieg mit Frankreich dazu. Und so war die Reformation, zart wie sie begonnen hatte, weiter am Leben. In jenen Tagen kam eine andere Gefahr für die Reformation. Da waren Männer, vielleicht auch Frauen, die sich so sehr vom Heiligen Geist erfüllt sahen, dass sie die Bibel, das Wort Gottes, für das Luther einstand, schon als unwichtig erachteten. Sie nannten sich die Zwickauer Propheten. Und sie kamen nach Wittenberg und verkündeten große Dinge. Und Karlstadt, einer der Mitarbeiter Luthers, ließ sich hinreißen zu sehr radikalen Reformen. Selbst Melanchthon wusste nicht, wie er das einschätzen sollte. Aber Luther hatte genügend Erfahrung und er entließ sich quasi selbst aus der Gefangenschaft, um 1522 in Wittenberg wieder die Dinge zu ordnen und die Fanatiker des Landes zu verweisen. Es brauchte einige Predigten, um das verwirrte gemeine Volk wieder auf einen gesunden reformatorischen Weg zurückzubringen. Und dann erschien im selben Jahr, 1522, das Neue Testament Deutsch. Im September zunächst, es war so schnell vergriffen, dass schon im Dezember die nächste Auslage herauskam. In jener Zeit bekam auch Zwingli den Konflikt mit der Kirche. Und zwar ging es bei ihm buchstäblich um die Wurst. Seine Gläubigen hatten aufgrund seiner Predigten entschieden, Traditionen nicht mehr zu beachten. Und es war eine Tradition, zu bestimmten Zeiten zu fasten. Und dieses Fasten wollte man nicht mehr akzeptieren. Hatte nicht schon der Paulus gesagt, dass diejenigen, die zu bestimmten Zeiten verbieten, Speisen zu genießen, eine Lehre der Dämonen vorbringen? Und so entschied man sich, ganz provokativ Wurst zu essen am Fastentag. Und obwohl Zwingli selbst nicht in die Wurst biss, stand er dabei und hat das Ganze gut geheißen. Und das brachte jetzt den Konflikt mit Rom. Im nächsten Jahr kam Louis de Berquin. Er war in Frankreich ein Adliger und er besetzte die Schriften von Luther ins Französische.
Im selben Jahr übersetzte Jacques Lefebvre d'Etablet das Neue Testament ins Französische. Es schien so, als ob Gott jetzt aus allen Kanonen das Licht scheinen ließ. Da war auch Germain Farel, der im selben Jahr in den Osten Frankreichs ging und von dort anfing, die Westschweiz zu reformieren. Und in Straßburg und in Basel und in Bern wirkte. 1524 hatten erneut die Fanatiker das Sagen. Münzer und andere stachelten die Bauern auf. 1524 brach der Bauernkrieg aus, vor allem in Süddeutschland. Und Münzer behauptete, er könne die Kanonenkugeln zur Not mit eigener Hand fangen. Vielleicht hat er es probiert, gerettet hat er niemanden. Er selbst starb später und der Bauernkrieg ging schändlich verloren. Luther selbst distanzierte sich von diesen revolutionären Kräften. Er wollte Reform und keine Revolution. Trotzdem hat er später bedauert, wie armselig die Bauern abgeschlachtet worden sind. Doch spätestens von dem Zeitpunkt an war die Reformation vor allem abhängig von den Fürsten. Einer seiner Jünger, Johannes Tausend, ging 1525 nach Dänemark, um dort das Evangelium der guten Nachricht, das Luther gefunden hatte, zu verbreiten. Ein anderer Schüler ging im selben Jahr, William Tyndale, nach England und übersetzte dort noch im Jahr 1525 das Neue Testament auf Englisch, The Gospel of St. John, the first chapter. 1526 merkte Karl, dass mit all den Kriegen, die er führen musste, er sich nicht um das Religionsproblem kümmern konnte. Die Reformation breitete sich wie ein Lauffeuer aus und er erlaubte durch einen Reichsabschied, dass zunächst einmal keine Maßnahmen gegen die Lutheraner durchgeführt werden sollten. Das Wormser Edikt wurde teilweise aufgehoben. Derweil mussten sich die Anhänger des Zwinglis mit Rom auseinandersetzen. In den Badener Disputationen war Zwingli zwar selbst nicht anwesend, aber er wusste all das, was geschah, weil jemand ihm jeden Abend die Disputationsergebnisse brachte. Er die ganze Nacht Antworten schrieb und am nächsten Morgen versteckt in einem Bauernkorb in die Stadt geschmuggelt wurden. 1527 wurde Rom geplündert. Nicht von den Türken, nicht von Barbaren, sondern von den Truppen des deutschen Kaisers des Heiligen Römischen Reiches. Derselbe Karl, der den Papst vor Luther schützte, ließ den Papst auf der Engelburg umzingeln, weil es um Geld und Macht ging. Und sobald es wieder um Religion ging, würde er sich mit dem Papst ganz gut verstehen. Olaus und Laurentius Petri waren ebenfalls Jünger und Schüler von Luther gewesen und gingen nur ein Jahr später, im selben Jahr, 1527, nach Schweden, um dort das Evangelium zu verbreiten. 1529 war erneut Reichstag, erneut in Speyer. Und Karl V. hatte sich entschieden, diese Jahre der Toleranz endlich zu beenden. Das Wormser Edikt sollte umgesetzt werden, den Lutheranern das Handwerk gelegt werden. Aber es kam zu echten Protesten, echter Spaltung. Man entschied sich, einen Kompromiss einzugehen. Alle Länder, die bereits protestantisch seien, dürften protestantisch bleiben. Sie dürften aber niemanden mehr zum Protestantismus bekehren. Alle lutheranischen Länder zum Luthertum. Dagegen protestierten die Fürsten. Und deswegen nannte man sie dann Protestanten. Im selben Jahr, 1529, nur zwei Tage später, starb Louis de Berquin, der vermeintliche, verhinderte Reformator Frankreichs, weil er keinen Friedrich den Weisen hatte, der ihn beschützte. In den Flammen des Scheiterhaufens. Im selben Jahr standen die Türken mittlerweile vor Wien. Das Abendland stand unter extremer Bedrohung. Derweil versuchten die Reformatoren, vielleicht gemeinsame Wege zu gehen. Luther und Zwingli trafen sich in Marburg. Vielleicht könnte man die Bewegung zusammenführen. Es gab 15 Punkte, in denen man sich uneins war und in 14 konnte man eine Lösung finden. Nur ein Punkt blieb strittig.
Was ist mit dem Abendmahl? Zwingli war sich sicher, es ist nur ein Symbol. Als Jesus das Abendmahl ausgeteilt hatte, war er ja noch persönlich da. Und das Brot war ja auch da. Und Jesus war nicht im Brot. Aber Luther, der aus der katholischen Tradition ja gekommen war, konnte das nicht annehmen. Und während der Disputation nahm er sein Messer und ritzte in sein Pult: Esst! Er ist da drinne. Zwar nicht verwandelt, aber irgendwie doch. Luther nahm eine Mittelposition ein, die dazu führte, dass die Anhänger Zwinglis und die Anhänger Luthers von nun an getrennte Wege gingen. Eine wichtige Lektion, die man lernt aus der Geschichte. Am 25. Juni 1530 standen dann die lutheranischen, die protestantischen Fürsten in Augsburg vor dem Reichstag und verlasen ihre Confessio, ihr Glaubensbekenntnis. Wohl zu dieser Gelegenheit hatte Luther das Lied komponiert: Ein feste Burg ist unser Gott. Trotzdem dachten die lutherischen Fürsten, es wäre gut, nicht nur auf Gott zu vertrauen und vielleicht auch ein Militärbündnis einzugehen. So kam es 1531 zur Gründung des Schmalkaldischen Bundes. Aber noch bevor die kämpfen konnten, kämpften die Anhänger des Zwinglis gegen römische Truppen. Beim Zweiten Kappelerkrieg unterlagen Zwinglis Anhänger und Zwingli selbst starb auf dem Schlachtfeld. 1531, im selben Jahr, kam ein anderer Reformator auf die Szene. Jean Calvin, besser bekannt als Johannes Calvin, kam nach Paris und begann dort mit der Arbeit von Haus zu Haus. In jenen Tagen war plötzlich eine offene Tür, nicht zuletzt aufgrund der Königin. Es gab die Möglichkeit, vielleicht doch noch die Reformation nach Frankreich zu bringen. Währenddessen versuchte Antoine Froment im Jahre 1532 die Stadt Genf für das Evangelium zu gewinnen. Farel hatte schon jahrelang das versucht, war immer gescheitert. So kam Froment, der jung und unerfahren war, als Lehrer und eroberte die Stadt für das Evangelium als ein einfacher Lehrer für Kinder. Im selben Jahr schlossen sie sich die Waldenser der Reformation an, hier in Champforin. Trafen sie sich mit Vertretern der schweizerischen und französischen Reformation. Es ging buchstäblich Schlag auf Schlag. 1534 war die deutsche komplette Bibel, die Lutherbibel, übersetzt und fertig. Das Wort Gottes verbreitete sich in Windeseile. Innerhalb von wenigen Jahren standen ganze europäische Gegenden in den Flammen des Evangeliums. Die herkömmlichen Mittel, einzelne Leute auf den Scheiterhaufen verbrennen zu lassen, wirkt nicht. Gott hatte ein gewaltiges Werk innerhalb von wenigen Jahren getan. Der Satan musste umdisponieren. Und das tat er. Auch er hatte einen Mann für diese Stunde. Sein Name war Iñigo López de Loyola, Ignatius von Loyola, der im selben Jahre 1534 mit Gleichgesinnten einen Orden gründete. Auch er war wie Luther ein Mann auf der Suche, aber er hatte nicht das Wort studiert, er hatte meditiert. Mit geistlichen Übungen und Mystizismus hat er versucht, eine direkte Verbindung zu Gott zu bekommen. All das floss ein in die Societas Jesu, die Gesellschaft Jesu, der Jesuitenorden. Ihr großes Ziel war es, die Juden im heiligen Land Israel zu bekehren. Dafür hatten sie sich gründen lassen. Doch weil die politische Lage dort das nicht erlaubte, folgten sie dem Ratschlag des Papstes, stattdessen Missionare in Europa zu sein und die Protestanten wieder zurückzugewinnen. Aber der Satan hatte noch mehr, was er in das Spiel hineinbringen konnte. 1534 hatten die Fanatiker sich in Münster versammelt und sie gründeten das Täuferreich in Münster, in dem zum Teil Verbrechen verübt worden sind. All das im Namen der biblischen Glaubenstaufe.
was dazu führte, dass Luther und vor allem Zwingli sich den Täufern mit Entsetzen abwandten. Das Täuferreich ging unter und wurde vernichtet. Und 1534 fand der französische König Franz I. in seinem eigenen Zimmer Plakate gegen die Eucharistie. Es waren vielleicht keine Fanatiker, aber sie waren ein bisschen eifrig gewesen, jene Reformatoren. Und die kleine Gnadenzeit für die Reformation, diese kleine Tür der Hoffnung, die ist an jenem Tag zugeschlagen. Die Feuer brannten wieder in Paris. Und die Menschen wurden ausgewiesen. 1535 ging die Prozession durch Paris, die Hostie wurde nach oben gehalten. Frankreich hatte die Reformation abgelehnt. Ein Jahr später starb Tyndale, der Reformator Englands, auf dem Scheiterhaufen. Aber im selben Jahr wurde Genf endgültig für das Evangelium gewonnen. Es war fast so, als ob Gott und Satan in einem Ringkampf hin und her kämpften, Licht und Finsternis sich einen Schlagabtausch lieferten, der fast monatlich hin und her ging. Calvin war jetzt nach Genf gekommen und baute Genf zu einer Bastion des reformatorischen Glaubens aus. Es war im selben Jahr, als in Friesland, im Norden an der Nordsee, ein anderer Reformator aufstand, Menno Simons. Er schloss sich den Täufern an, die nicht fanatisch waren, die an der biblischen Glaubenstaufe festhielten, ohne verrückte Dinge zu glauben. Ein Jahr später ist Dänemark protestantisch geworden. Und 1540 bekam der Jesuitenorden den offiziellen Auftrag per Bulle, diese sich ausbreitende Reformation endgültig zu vernichten. 1541 erschien die schwedische Bibel, die König Vasa-Bibel. Und 1542 musste Karl V., nachdem er schon gegen die Lutheraner und gegen die Zwinglianer und gegen die Calvinisten vorgegangen war, er musste jetzt auch gegen die vorgehen, die Menno Simons folgten. Sie wurden bald die Mennoniten genannt, die der Taufe, der biblischen Taufe huldigten. 1545 hatte Rom entschieden, es ist soweit, wir müssen uns der Sache systematisch nähern. Das Konzil zu Trient kam zusammen, um darüber zu beratschlagen, wie die Reformation wieder rückgängig gemacht werden kann. Die Krise war zu groß geworden und es sollte Jahre dauern, bis man eine Lösung gefunden hatte. Diesen Kampf gegen den Protestantismus führte Karl V. weitaus profaner. Ein Jahr später begann der Schmalkaldische Krieg gegen die lutherischen Fürsten, den er sogar gewann. Und als es so aussah, als ob die Reformation beinahe verloren gegangen wäre, erhoben sich viele Fürsten, der Reichstag in Augsburg 1552, und Karl V. musste Zugeständnisse machen. So kam es am 15. September 1555 endlich zu dem Frieden, auf den viele schon lange gehofft hatten. Der Augsburger Religionsfrieden ermöglichte den Katholiken und den Protestanten ein harmonisches Nebeneinander. Und während in Deutschland vorläufig Frieden einkehrte, brannten im selben Jahr in England erneut die Scheiterhaufen. Die Protestantenverfolgung ging dort von vorne los. Im Oktober jenen Jahres wurden Latimer und Ridley gemeinsam in Oxford verbrannt. Und Latimer sagte: Spiele den Mann, Mr. Ridley. Wir werden heute durch Gottes Gnade in England eine Leuchte anzünden, die, so wie ich hoffe, nie wieder ausgelöscht werden wird. Sie haben nicht mehr mitbekommen, wie nur ein Jahr später John Knox als Reformator nach Schottland kam. Und fast ganz Schottland den reformatorischen Glauben kalvinistischer Prägung annahm. 1558 wurde die Kirche in England, the Church of England, die anglikanische Kirche gegründet. Die Reformation hatte England erobert, wenn auch in einer recht gemäßigten Fassung.
die vieles noch vom katholischen Glauben mitgenommen hatte. Die Church of Scotland, die schottische Kirche, war schon weiter vorgedrungen und John Knox gründete später sogar die presbyterianische Kirche. Nachdem sie fast 20 Jahre lang debattiert hatten, kamen die Kirchenväter 1563 aus dem Konzil von Trient mit einem Plan. Der Protestantismus sollte zurückerobert werden. Und sie hatten schon die Achillesferse gefunden. Im Konzil von Trient hatten sie bewiesen, warum die Reformatoren nicht nur der Bibel folgten, wie sie immer sagten. Sola Scriptura war der Schlachtruf von Luther und anderen gewesen, aber sie hatten die Achillesferse gefunden. In einer Frage folgte kein Protestant der Bibel. Sie alle hielten noch den Sonntag, den Rom instituiert hatte. Der Krieg zwischen den Protestanten und Katholiken brach wieder aus. Und 1572, in der berühmten Bartholomäusnacht, wurden Tausende und Abertausende von Hugenotten, kalvinistischen französischen Protestanten, ausgerottet. Es war für jedes Zeitalter, als Jesus in Offenbarung schreiben ließ, dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Da würde eine echte Entwicklung stattfinden, eine Reformation. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt. Eine Frau, eine falsche Gemeinde, die ähnlich wie die Isabel Jahrtausende, Jahrhunderte zuvor den Abfall in das Volk Gottes gebracht hatte. So war es diese falsche Kirche, die Abfall lehrte und die zu sehr geduldet wurde. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht und sie hat nicht Buße getan. Gott hatte auch der römischen Kirche lange Zeit gegeben. Euch aber sage ich und den übrigen Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben, wie sie sagen, ich will keine weitere Last auf euch legen. Es hätte noch viel zu entdecken geben. Weder Luther, noch Zwingli, noch John Knox, noch Calvin, noch Berquin, noch Tausen, noch Petri, noch all die anderen hatten alles entdeckt, was es an Wahrheit zu entdecken gab. Aber Jesus wusste, dass sie schon viel Licht gesehen hatten und dass zu viel Licht auf einmal blendet. Die Christenheit war tief abgerutscht. Es brauchte Zeit, sie wieder zurückzuführen. Und jene Reformatoren jenes Zeitalters sollten keine weitere Last mehr tragen. Stattdessen gab es die Zusicherung und die Verheißung, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Jesus würde wiederkommen. Das Reich aus Ton und Eisen würde nicht ewig bestehen. Das steinerne Reich des Reiches Gottes würde kommen. Wann und wie? Das werden wir in der nächsten Episode sehen. Liebe Freunde, Reformation ist immer eine interessante Sache. Man muss sich selbst hinterfragen. Und es kostet etwas. Aber wer Jesus folgt, wird neue Dinge lernen müssen. Und wenn wir etwas lernen können heute Abend, dann ist es das, dass die Reformation sogar viel weiter hätte kommen können, wenn auch die Reformatoren bereit gewesen wären, voneinander zu lernen. Wenn Zwingli und Calvin und Luther und all die anderen mehr bereit gewesen wären, auch von dem eigenen Standpunkt mal abzurücken, hätte eine noch gewaltige Reformation da sein können. Es ist immer schwierig, wenn man feststellt, dass man falsch liegt. Aber Reformation bedeutet, Jesus zu folgen, auch wenn ich seit Tagen, Wochen, Monaten, Jahren oder in diesem Fall vielleicht Jahrhunderten das Falsche geglaubt habe. Wer Jesus nachfolgt, wird neue Lehren erkennen. Wer Jesus nachfolgt, wird neue Lebenspraktiken kennenlernen. Und im Laufe dieser Weltengeschichte haben wir vielleicht manches auch angerissen, was Ihnen, lieber Zuschauer und Zuschauerin, vielleicht zum Nachdenken gebracht hat.
Und heute ist vielleicht die Gelegenheit, diesen Geist der Reformation einen Schritt weiter zu gehen im Glauben, etwas Neues anzunehmen, neue Gedanken zuzulassen. Der ist vielleicht heute Abend gekommen. Und in all dem wollen wir das Prinzip der Reformatoren hochhalten. Allein die Bibel, sola scriptura. Keine menschlichen Traditionen, keine mystischen Erfahrungen, kein Fanatismus, sondern gesunder, nüchterner Glaube auf das, was Gott tun kann, weil er Liebe ist und er es immer ist. Wer von uns möchte heute sagen, ich möchte in meinem Leben, auf welchem Gebiet auch immer, echte Reformation erleben. Ich möchte neue Schritte an der Hand Gottes machen. Gibt es jemanden, der sagt, das ist mein Wunsch? Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir in der Geschichte der Reformation sehen können, wie du innerhalb von wenigen Jahren einen ganzen Kontinenten in Bewegung gesetzt hast. Wie innerhalb von wenigen Jahren plötzlich Männer und Frauen aufstanden, überall, die dieselbe Botschaft oder fast dieselbe Botschaft verkündigt haben. Und aus ihren Siegen und ihren Fehlern können wir lernen. Wir möchten dich bitten, dass du uns die Bereitschaft schenkst, treu und mutig zur Wahrheit zu stehen. Dass du uns die Bereitschaft schenkst, auch Neues anzunehmen, wenn es von dir kommt. Wir möchten dich bitten, dass du uns vor Fanatismus und Extremismus bewahrst, aber dass du uns Treue schenkst, die uns vor falschen Kompromissen bewahrt. Schenkt uns diese tiefe Überzeugung, dass dein Wort ausreichend ist und dass du tatsächlich eine feste Burg bist, in der wir uns bergen können. Hab Dank, dass du über ein Jahrtausend die Waldenser bewahrt hast, inmitten der größten Finsternis. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, du kannst auch uns bewahren. Für all das loben und preisen wir deinen Namen, Herr Jesus. Amen.